So, liebe Leute, willkommen zu einem neuen kleinen Format. Deshalb gibt es immer wieder mal eine kleine Vlog-Serie. Wenn ich irgendwas draußen im Revier mache, nehme ich euch öfter mal mit. Heute geht es mal wieder darum, um die Kehrungen, was unser liebes Schwarzwild da macht. Da möchte ich deshalb noch ein bisschen aktiver was für meine Wurzeln tun. Und da starten wir heute mal. Gibt nämlich was, was gerade um die Jahreszeit relativ geschmeidig geht. Und das stelle ich euch heute mal kurz vor. Ja, wie ihr ja wisst, habe ich an meine Kehrungen draußen überall ein Buchenholz her. Problem bei der Sache ist nur, meistens ist das Zeug so zähflüssig, dass es sich schwer auftragen lässt. Im Sommer ist das Ganze noch passabel. Im Winter ist es schon echt kritisch. Da tut man sich oft schwer, dass überhaupt das rauskommt und man es einigermaßen sauber verteilen kann. Meistens schaut man aus wie ein richtiger Dreckbär. Hände voll, Hose, Schuhe voll. Ja, und das stinkt natürlich richtig unangenehm. Ich habe mir deshalb jetzt was anderes besorgt. Und zwar das Blackbar Gold von Geotech. Das ist flüssiger Buchenholzteer und das haue ich jetzt mal raus. Und da werdet ihr sehen, bei den Temperaturen hier um die 0 Grad ist das absolut göttlich auszubringen. Ja, wie ihr hier schon seht, es war ab und zu mal was dran. Es ist dann nicht wild gewesen, aber irgendwie hat man reinbissen. Und es ist eigentlich ein ganz schöner Platz. Es sind auch Haare dran, Borsten. Also definitiv war da mal was da. Jetzt wird es Zeit, dass wir das Ganze wieder ein bisschen auffrischen. Ja, wie ihr jetzt gesehen habt, das ist wirklich kinderleichte Sache mit den kleinen Flascherl. Bin echt begeistert, lässt sich toll auftragen und ihr seht das Ergebnis selber. Man braucht da nicht viel Zubehör, klar kann man noch einen Pinsel mitnehmen, aber ist jetzt in dem Fall kein Muss. Was noch recht cool ist, wenn ihr euch aktuell zwei von den Flaschen von dem Geotech Blackbar Gold bestellt, kriegt ihr noch so einen coolen Wildspreizer dazu. Das Teil ist auch ganz sinnvoll, weil wenn ihr da so einen großen schwarzen Batzen mal geschossen habt, dann könnt ihr das Teil zum optimalen Auskühlen auch noch mit hernehmen. Ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was demnächst an meinen Malbäumen passiert. Es wird noch die ein oder andere Veränderung da geben. Es kommen noch neue Salzlecken mit hin. Aber da gibt es demnächst mehr dazu. Die nächste Zeit werde ich noch ein bisschen mehr Augenmerk auf die Fuchsjagd legen. Und vielleicht schaffe ich es ja, dass ich da noch was zusammenbringe. Also, in dem Sinne, Weidmannsheil, bis zum nächsten Video. Servus!